Minecraft bekommt endlich einen Charaktereditor, aber mit Bezahlskins. Es kommt ein neuer Terminator-Shooter und es gibt haufenweise kostenlose Spiele fürs Wochenende. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das und mehr gibt's heute in den News. Nach Jahren bekommt Minecraft mit der aktuellen Beta-Version 1.13.0.15 endlich einen Charaktereditor. Damit kann man nicht nur wie bisher der Standardcharaktermodell Steve und Alex andere Skins überziehen, sondern auch neue Körperteilmodelle wie Rucksäcke oder Meerjungfrauenflossen auswählen. Zudem kann man auch die Körpergröße seines Charakters anpassen. Das zeigt hier der YouTuber ForgeLogical im Video. Während einige dieser neuen Accessoires kostenlos sind, werden vor allem aufwendigere Modelle kostenpflichtig sein. Je nachdem, ob man nur einen Bart oder ein komplettes Outfit will, kosten die Cosmetics zwischen 80 und 280 Minecoins. Trotz kaufbarer Skins und Outfits soll man auch weiterhin seine alten Skins benutzen können, die man über das Minecraft-Profil auswählen kann. Momentan ist die Beta nur für Xbox One, Windows 10 und Android verfügbar. Das Feature soll aber später auch auf andere Plattformen ausgerollt werden. Gestern gab es noch den Leak, heute ist es offiziell. Das neue Total War Saga-Spiel heißt Troy. Dazu haben Creative Assembly und Sega auch einen ersten Trailer veröffentlicht. Troy deckt den Krieg zwischen Griechenland und Troja ab, der im 13. Jahrhundert vor Christus im griechischen Mittelmeerraum entbrannt ist. Neben den bekannten Nah- und Fernkampfeinheiten mischen in Troy auch Götter und Monster auf dem Schlachtfeld mit. Götter können einer gläubigen Fraktion etwa bestimmte Boni verleihen. Ares sorgt zum Beispiel für einen erhöhten Kampfeswillen der Armee. Monster soll es auch geben, die sind aber nicht wirklich mythologische Geschöpfe, sondern eher Spezialeinheiten in entsprechenden Kostümen. Der Minotaurus ist also ein besonders zäher Kämpfer mit Stierkopf, Helm und Maske. Helden wie Hektor oder Achilles mischen wie auch in Three Kingdoms als Fraktionsanführer mit und haben alle spezielle Fähigkeiten. Obwohl es sich eigentlich anbietet, wird es in Troy aber keine echten Seeschlachten geben. Troy, A Total War Saga, soll 2020 für PC erscheinen, den genauen Termin gibt's noch nicht. Ghost Recon Breakpoint geht in die offene Beta. Der Publisher Ubisoft hat jetzt bestätigt, dass die freie Testphase auf PC, PS4 und Xbox One vom 26. bis zum 29. September läuft. Preloaden kann man den Spielclient schon zwei Tage vorher, ab dem 24. September. Die Open Beta soll mehr Inhalte als die Closed Beta von vor ein paar Tagen bieten. So gibt es drei weitere Hauptmissionen, die zwei neuen Regionen New Argyll und Infinity und weitere PvP-Karten. Ghost Recon Breakpoint erscheint am 4. Oktober für PC, PS4 und Xbox One. John Wick: Hex hat einen Release-Termin. So wird das Rundentaktikspiel zur Actionfilmreihe mit Keanu Reeves am 8. Oktober für PC und Mac erscheinen. In John Wick: Hex erlebt man die Schießereien der Filmvorlage als Rundentaktik-Schlachten. Darin muss man bei jedem Zug abwägen, wo man Wick positioniert und ballert, um möglichst unversehrt aus den Duellen wieder rauszukommen. Die PC-Version erscheint zeitlich exklusiv im Epic Game Store. Jonathan will find this place. You must know that. Terminator Resistance heißt der neue offizielle Terminator-Shooter vom Entwickler Taeon und Reef Entertainment. Der spielt wie die Klassiker Future Shock und Skynet nicht in unserer Gegenwart, sondern der postapokalyptischen Zukunft 30 Jahre nach dem Tag des jüngsten Gerichts. Wie der Name Resistance schon verrät, schließt sich der Spieler als neuer Held Jacob Rivers dem Widerstand der Pacific Division an und bekämpft in den Ruinen von Los Angeles allerhand altbekannte und komplett neue Terminator-Modelle. Das Spiel erzählt also nicht den kommenden Terminator Dark Fate nach, sondern eine neue eigene Geschichte. Die Entwickler versprechen neben Crafting und einem Fertigkeitensystem auch Nebenquests und ein umfangreiches Arsenal an Plasmawaffen. Der Publisher Reef Entertainment hatte schon eine andere 80er-Action-Ikone umgesetzt, nämlich die eher mittelmäßige Schießbude Rambo The Video Game. Terminator Resistance soll am 15. November für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. PlayStation hat einen weiteren offiziellen State of Play Livestream angekündigt. Die rund 20-minütige Show soll am Dienstag, den 24. September um 22 Uhr ausgestrahlt werden und nicht nur komplett neue Spiele vorstellen, sondern auch neue Einblicke in bereits bekannte Spiele von Sony Worldwide Studios liefern. Sony spricht von großartigen Neuigkeiten, zur kommenden PS5 wird es aber noch keine Infos geben.
Sehr wahrscheinlich ist neues Bildmaterial aus The Last of Us Part 2, da Sony am gleichen Tag auch einen Presseevent zur Endzeit-Fortsetzung veranstaltet. Zudem ist es auch um Ghost of Tsushima still geworden. Wir sind also mal gespannt. Los geht's! Es ist Freitag, das heißt, es ist Zeit für kostenlose Spiele am Wochenende und da gibt es diesmal eine ganze Menge. Ihr könnt euch zum Beispiel jetzt sofort GTA San Andreas für PC kostenlos holen, wenn ihr euch den Rockstar Game Launcher runterladet, dann ist das Spiel damit dabei. Im Epic Game Store gibt es ein riesiges Batman-Gratis-Spielepaket, bestehend aus Batman Arkham Asylum, Batman Arkham City und Batman Arkham Knight, also die Arkham Collection. Die gibt's komplett kostenlos, außerdem auch Lego Batman 1 bis 3, all diese Spiele geschenkt im Epic Game Store. Auf Steam ist dieses Wochenende Dead by Daylight kostenlos spielbar, das läuft noch bis zum 23. September und auch Conan Exiles hat ein gratis Wochenende auf Steam, das läuft bis zum 22. September. Das war's für diese Woche mit den News. Jetzt noch zwei Programmhinweise. Wenn ihr wissen wollt, wie schlimm Rambo the Video Game wirklich war, dann guckt dieses Video. Ansonsten hat euch der Algorithmus dieses Video hier ans Herz gelegt. Hier könnt ihr uns abonnieren. Bis nächste Woche. Weiterspielen.